Duldsamkeit befähigt, Verantwortung zu übernehmen. Zwar konnte ich mich meistens guter Gesundheit erfreuen, doch bin ich auch nicht gegen Krankheit und Schmerz gefeit. Wenn mich eine Krankheit trifft, so weiß ich doch immer, dass der Glauben und die Zeit Heilung bringen werden. Denn ich habe meinen weltlichen Körper dem Kloster und mein Leben dem Himmel geweiht. Oft frage ich mich, ob meine Fähigkeit zu ertragen oder der Segen Buddhas und Bodhisattvas meine Krankheiten geheilt hat. Ich habe gelernt, Schmerzen zu ertragen, während ich an einem Aufsatz oder einem Vortrag arbeite und entdecke, dass die Schmerzen oft wie durch ein Wunder verschwunden waren, sobald ich meine Aufgabe erfüllt hatte. Auch wenn sich mein Gesundheitszustand in den letzten Jahren durch Diabetes, Bluthochdruck, eine Augenkrankheit und einen Beinbruch verschlechtert hat, ist mein Geist doch klar und ich kann weiterhin reisen und Vorlesungen halten. Im Laufe vieler Jahre hat mich die Erfahrung gelehrt, dass man den körperlichen Schmerz nicht zu fürchten braucht. Solange wir Krankheit und Schmerzen ertragen, werden wir sie bezwingen. Dann werden wir uns in Zeiten der Krankheit nicht schlecht fühlen und unter Schmerzen nicht leiden. Wir überleben durch die Kraft der Duldsamkeit. Duldsamkeit ebnet den Weg zum Erfolg. Die klösterliche Unterweisung in China war sehr auf Traditionen bedacht. Unsere Handflächen mussten geschlossen sein, während die Meister und Ältesten uns unterrichteten. Die Vorlesungen dauerten oft mehrere Stunden lang und wenn wir uns endlich wieder entspannen durften, waren unsere Hände taub und steif. Während der Triple Platform Ordination, volle Ordination, mussten wir jedes Mal 5 bis 6 Stunden auf dem unebenen Boden knien. Wenn wir uns erheben durften, hatten sich kleine Steine in unsere Knie gebohrt und unsere Beine waren taub. Wie untrennbare Schatten folgten uns unsere Lehrer auf Schritt und Tritt mit Weidenruten. Schlechte Benehmen und Missachtung wurden mit Schlägen bestraft. Einmal erzählte ich meinem Meister, dass mich ein Professor für eine staatliche Hochschule vorgeschlagen hatte. Wie kannst du dich mit dem Gedanken tragen, außerhalb des Klosters studieren zu wollen? Schrie er mich an und gab mir eine Ohrfeige. Anstatt gekränkt zu sein, war ich meinem Meister für die Lehre dankbar und sagte mir, dass es wirklich keine gute Idee gewesen war. Wenn ich die Arroganz und aufrührerische Haltung der jungen Menschen heute sehe, kann ich nicht umhin, mich zu fragen, ob sie stark genug sind, um den verschiedenen Herausforderungen unserer Zeit gegenüberzutreten. Um Erfolg zu haben, muss man mit Duldsamkeit im täglichen Leben beginnen. Um ein Drache oder ein Elefant am Tore Buddhas, der buddhistischen Gemeinschaft, zu werden, muss man zunächst wie ein Pferd oder ein Ochse dienen. Gegenüber dem Unerträglichen muss man zunächst lernen, die unterste Form der Duldsamkeit zu zeigen, nicht mit Worten Vergeltung zu üben. Sodann kommt die höhere Form der Duldsamkeit, auch in Gesichtszügen keinen Groll zu zeigen. Schließlich beherrscht man die höchste Form der Duldsamkeit, wenn man im Angesicht von Feindseligkeit und Mühsal auch innerlich gelassen bleiben kann.